Heute zeige ich dir, wie man einen Bruch geteilt durch einen anderen Bruch rechnet. Man spricht dabei vom Dividieren von Brüchen. Mein Beispiel heißt 3 Fünftel geteilt durch 2 Siebtel. Um dies auszurechnen, mache ich aus meiner Geteiltrechnung eine Malrechnung. Ich mache also aus einer Division eine Multiplikation. Hierzu schreibe ich den ersten Bruch einfach hin und tausche geteilt durch mal. Vom zweiten Bruch nehme ich nun den sogenannten Kehrbruch. Kehrbruch deshalb, weil Zähler und Nenner den Platz tauschen. Aus 2 Siebtel wird also 7 Halbe. Um also einen Bruch durch einen anderen zu teilen, nimmt man den ersten Bruch mit dem Kehrbruch des zweiten Bruches mal. Du weißt bereits, dass bei der Multiplikation zweier Brüche gilt Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Ich rechne hier also 3 mal 7, das gibt 21 und 5 mal 2, das gibt 10. 3 Fünftel geteilt durch 2 Siebtel ist also gleich 21 Zehntel. Und nun habe ich drei Übungen für dich. Probiere als erstes den Kehrbruch von 3 Vierteln zu bestimmen. Anschließend möchte ich wissen, wie oft passt ein Achtel in ein Halb. Und als drittes berechne bitte 3 Fünftel geteilt durch 3 Achtel. Pausiere so lange das Video auf deinem Smartphone und schau dir die Lösung an, wenn du fertig bist. So, und hier kommt die Lösung. Um den Kehrbruch von 3 Viertel zu bilden, tausche ich einfach Zähler gegen Nenner. Die 3 wandert also nach unten und die 4 nach oben. Aus 3 Viertel wird 4 Drittel. Wie oft passt ein Achtel in ein Halb? Hierzu rechnest du 1 halb geteilt durch 1 Achtel. Wenn du gedacht hast, dass es heißen müsste, 1 Achtel geteilt durch 1 halb, dann hilft dir vielleicht folgende Denkweise. Wenn statt 8 stehen würde, zum Beispiel 2, und statt 1 halb würde es heißen 6. Du wirst also fragen, wie oft passt die 2 in die 6. Dann würdest du ja auch rechnen, 6 geteilt durch 2. Also das, was an letzter Stelle kommt, durch das, was hier steht. Um ein Halb geteilt durch ein Achtel zu rechnen, nimmt man ein Halb mal den Kehrbruch von ein Achtel. Also ein Halb mal 8 Ganze. 1 mal 8 gibt 8 und 2 mal 1 gibt 2. Die Lösung ist also 8 Halbe. Das kannst du noch kürzen, denn in beiden steckt die 2. Daraus wird also 4 Ganze oder einfach nur 4. Bei Aufgabe 3 gehst du folgendermaßen vor. 3 Fünftel soll geteilt durch 3 Achtel gerechnet werden. Du nimmst 3 Fünftel, also mit dem Kehrbruch von 3 Achtel mal. Also 3 Fünftel mal 8 Drittel. 3 mal 8 ergibt 24. Und 5 mal 3 ergibt 15. 3 Fünftel geteilt durch 3 Achtel ist also gleich 24 Fünfzehntel. Auch hier kannst du noch kürzen, denn in beiden Zahlen steckt die 3. In der 24 steckt sie 8 mal und in der 15 5 mal. Die 3 hättest du übrigens auch schon einen Schritt weiter vorne herauskürzen können, nämlich hier bei der Malrechnung. Denn da ist sie einmal oben im Zählerbereich und hier ist sie einmal unten im Nennerbereich. Ich streiche sie beides mal weg und habe nur noch meine 8 Fünftel. Und nun wünsche ich dir gutes Gelingen beim Dividieren von Brüchen, dein Herr Mauch. Bis bald!